Okay, nur dass es mal gesagt ist. Ich pack's nicht mehr. Das ist ja sowas von einer Hacken. Ich bin wirklich hass. Ich fliege jetzt schon, glaube ich, seit einer Stunde mal dumm oder eineinhalb. Diesen Drecksteil. Das urlangsam fliegt nach 5 Minuten. Muss Stamina-Pause machen. Ich habe, glaube ich, von 100 Argentavis, die ich gesehen habe, waren 3 hoch. Das erste, den ich gefunden habe, den habe ich die, nach jetzt der super tollen Mechanik haben sie ja eingefügt, wenn sie die zu hohe Torpor haben, offens weg. Super, ich mit meinem Kackvogel kann natürlich nicht hinterher. Dann fliegt er natürlich ewig lang weg. Ist ja nicht so, dass er kurz wegfliegt und ich dann wieder angreift. Nein, der fliegt für immer und immer weg. Der greift sich nicht mehr an. Kannst machen, was du willst. So, dann sehe ich noch einen, 108. Was macht der? Fliegt in eine Gruppe von Kanus und ist sofort tot. Jetzt sehe ich wieder einen. Locke ihn auf diesen Platz. Und was passiert? Zuerst habe ich keine verdammten Pfeile mehr. Und dann beginnt der Sandsturm. Was ist das für ein Spiel? Man kann es, man kann kein Astral sammeln. Also Sachen, schau das an, wie soll ich da irgendwas machen? Ja, sehr, sehr provozierenden Verhältnissen für das Astral-Thema. Dann sind die natürlich überall in den Bergen, wo die Spawns so seltsam sind, dass es solche Haufen von Viecher immer spawnen gleichzeitig. Das sind 5 Thorny Dragons, 3 von diesen Kano-Dingern, Enkis, diese komischen Valtüren-Dinger, alles auf einem Haufen und dann noch 3 Argentavisen, von denen einer 60 ist, einer 12 und der andere 6. Wie soll ich da irgendetwas von Argentavis zähmen schaffen? Und dann dauert dieser blöde Sandsturm auch noch ewig lang. Ja, ich muss jetzt mir jetzt das jetzt überlegen. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt noch mache. Wenn das jetzt der Sandsturm ewig lang dauert, habe ich keine Lust mehr. Und wenn ich jetzt ewig lang das Arsch, wenn ich jetzt wieder suchen gehe und dann das, ich weiß es noch nicht. Ich melde mich, wenn es Fortschritte gibt oder wenn irgendwas Neues passiert. Na gut, da sind wir wieder. Da war ein Level 108 Argy. Ich habe den hier hochgelockt, da, wo die Tasche steht. Ich weiß nicht, ob ich drauf komme. Ja. Und dann ist das passiert, wovon ich am meisten Angst hatte. Sie hat die ganze Zeit meine Motte angegriffen. Ich habe gedacht, ja, okay, scheiß drauf, dann töte ich die halt, aber hauptsächlich knock den scheiß Archie aus. Dann kann ich mit dem zurückfliegen. Was ist passiert? Der ist gestorben. In dem Moment hat der Archie zu viel Torpor bekommen, ist weggeflogen. Und was war mein Problem? Keine Munition mehr. Und ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich werde mich einfach umbringen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin jetzt planlos. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ja toll, jetzt bin ich cold. Ich meine, ich kann 11 von diesen Dingen noch machen. Danach sind meine normalen Pfeile leer. Ich kann versuchen, da jetzt irgendwas zu zähmen. Ist jetzt Nacht. Aber ich wüsste nicht, mach das, der ist auch nicht sicher. Ich bin echt am Verzweifeln. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und was ich jetzt leider auch drauf gekommen bin, ist, dass in diesem Expansion Pack kaum Dinos sind. Kaum. Ich meine, ja klar, so kleine Sachen wie, was weiß ich, diese Titan-Pose oder so, hast halt hin und wieder, die sind halt schon im Spiel, aber du siehst sie nicht aktiv oder Fledermäuse oder was. Aber ich meine, es gibt nicht großartig was. Ich glaube, T-Rexe sind auch drinnen, aber die siehst du so gut wie gar nicht. Da diese komischen Arthur Blur-Dinge sind auch drinnen. Dann das sind die neuen da, Mantis. Aber zum Beispiel im Gebirge, du siehst nur Archies, Level 16 zum Beispiel, da gar nichts. Du siehst Milliarden von denen. Milliarden von Kanos, da war vorher einer, da. Also alles ist alles voll Kanos und voll mit denen. Alles voll der Skorpione, da war vorher auch einer, den ich jetzt nicht mehr sehe, oh ja, da. Komplett alles voll der Skorpione. Dann diese neuen Moradatops, auch komplett alles zugekleistert mit denen. Und ja, Parasaur und Enki und Dodik. Mehr ist nicht. Mehr großartig sieht man nicht. Ich meine, ja, diese Dragons gibt's. Super, die kriegst du vielleicht einmal zu sehen in deinem ganzen Ding. Und da wirst du wahrscheinlich eh nicht schaffen. So, vor allem ich, so viel Glück, wie ich bisher hatte. Und keine Ahnung. Dann diese komischen Valturen da, diese komischen Adler. Da habe ich vorhin nachgelesen, wo ich ewig lang warten habe müssen, bis der
Sandsturm vorbei war, die sind Passive Tames. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Dass die einen nicht angreifen. Und ja, keine Ahnung, ich habe leider nicht. Ich meine, ich hoffe, dass da noch Sachen kommen. Ja, ich glaube, ich töte mich einfach. Ich schaue eventuell, komme ich zum Baum und kann mir vorher noch eine Kiste bauen, wo ich die ganzen Sachen rein tun kann, schnell. Das wäre cool. Schauen wir mal. Kiste, Kiste, Kiste. Ja. Und ein Sleeping Bag mache ich auch, da kann ich da respawnen. Ja, aber sicher ist eigentlich egal, wo ich das mache, weil diese Dinge werden ja nicht angegriffen. So, jetzt gebe ich das alles da rein. Mein Crossbow war nämlich auch schon hinig und meine ganze Sand Armor ist auch hinig, die war auch am Ende. Das heißt, wo ich in dem Kampf mit dem Ding war. Ah, super toll. Na gut, das braucht man nicht unbedingt. Das kann man nachmachen. Spoiled Meat braucht man nicht. Ich würde gerne aufheben die Narcotics. Die Peitsche würde ich gerne aufheben. Sell Skin braucht man eh nicht. Den Sattel habe ich jetzt schon drinnen, ja. Ja, ich verhungere eh schon, ist mir egal jetzt. Das braucht man alles nicht, das braucht man auch nicht. Und ich glaube, der Rest. Ah, Spyglass. Spyglass brauchen wir noch. Dafür tue ich die Boulders weg. Und was ist das? So, das habe ich jetzt auch noch. Nicht meine Kiste! Oh, ich hasse mein Leben. Okay, das war's. Das war's. Ja, was ist, ich schau jetzt kurz, wie lang das Video schon ist und bin wieder da. Ja, willkommen zurück. Wir sind wieder halbwegs ausgerüstet, würde ich mal sagen. Ich habe meine Sand Armor neu gemacht. Ich habe alle meine Items auf der Bar da unten auf der Hotbar neu gemacht. Ich habe 100 Stone-Pfeile mit. Ich habe 50 Gift-Pfeile mit. Ich habe kaum Essen mit. Ich habe 150 Narcotics mit. Und ich werde jetzt einfach irgendwas zähmen. Ups. Ich meine, irgendwas nicht Level 12 oder so ist mir zu niedrig. Werde ich wahrscheinlich auch töten. Also, wenn ich es versuchen würde abzuschießen. Aber also sicher, es hilft nichts, weil selbst wenn ich damit, ich kann ja damit dann einen größeren Archetypus tun, weil im Moment, ich meine, ja, ich hätte noch diese andere Lamentria da, aber die ist ja sowas von schwach. Und das Problem ist, ich muss Gegner töten. Ich kann nicht irgendwo hinfliegen und mich nicht verteidigen können. Und dafür brauche ich einen Archetypus. Und den werde ich jetzt suchen. Und wenn ich einen habe, dann sehen wir uns wieder. Und da sind wir wieder. Und ich habe ein Argentavis down. Es ist keine gute Stelle. Auch keine sichere. Und eigentlich bin ich nur hergekommen, weil ich weglaufen habe müssen. Ich war im Berg oben. Da hat mich ein Steingolem angegriffen. Dann bin ich vor dem weggelaufen. Dann ist vor mir noch ein Steingolem aufgetaucht. Die haben mich beide fast getötet. Den ganzen Berg runtergeschmissen. Unten haben mich dann drei oder vier Skorpione gleichzeitig mit ungefähr fünf Thorny Dragons angegriffen. Ich bin den ganzen Berg komplett runter, bis ich zu dieser Sandebene gekommen bin. Bin entlang gelaufen, weil mich dann ein Kano verfolgt hat, der genau gleich schnell ist wie ich. Bin hier hochgelaufen, weil das die einzig sichere Möglichkeit war. Hab diesen Archetypus gesehen, der Level 40 ist. Hab ihn runtergeschossen. Das ist nicht gut. Okay, ja. Da muss ich mich zu überlegen. Auf jeden Fall haben wir diesen Anschein. Trifft mich jetzt schon. Wird wahrscheinlich eine Ewigkeit dauern, aber wir haben den mal down und wenn wir den haben, ist es schon mal ein Fortschritt. Also bis dann. Und 3, 2, 1 und wir haben das Argentavis gezähmt. Und ich freue mich. Female. Female, Female, Female. Das erste, was ich gedacht habe, ist Renate. Keine Ahnung warum. Das ist mir einfach eingefallen. Renate. Der Argentavis. Oh, endlich.
Endlich. Das war ja die Mega-Hacken. Und ich glaube, ich werde mit dem zurückfliegen. Und irgendwas hier einfach auf Follow. Ja. Und ja, ich werde wahrscheinlich schon ein paar Sachen töten auf dem Weg zurück. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich so ein bisschen abgelevelt habe. Und ein bisschen was gemacht hat. Die Stats schauen schlecht aus, sehe ich gerade. 730 Leben ist nichts. 1300 Stamina ist gut. Weight ist nichts. Melee Damage, keine Ahnung, ob sich das verändert. Und Movement Speed auch nicht. Aber sehr wenig Leben. Ja, ich werde den, glaube ich, zum Speed Bird machen. Weil, wenn ich dann mit dem sterbe, auf dem Versuch ein Ei zu holen, ist mir eh wurscht. Und da muss ich aber noch was Hohes zähmen, um dann einen Dings zu töten. Einen Drachen. Aber ja, wir sehen uns dann, wenn ich wieder in der Basis bin. Mein Thorny Dragon wurde gerade getötet. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, meine ganze Sache sterben mal immer. Ich habe so viel Arbeit in den Ei gesteckt. Ich könnte es nicht vorstellen, ich bin 4 Stunden lang umhergelaufen. Ich hab keinen Bock mehr, wenn der jetzt auch stirbt, ich sag's dir. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich hab keinen Bock mehr, den zu zähmen jetzt noch einen neuen. Ich glaube, ich drehe einfach die Zähmrate hoch, damit der schneller zählt. Ich hab wirklich keine Lust mehr. Mir steht's bis da oben. Das war's für heute. Ich habe auch heute so lange genug gespielt, wirklich. Ich hab den ganzen Thorny Dragon da trainiert die ganze Zeit. Das regt mich gerade so auf, dass der tot ist. Ewig lang auf dem Scheißdreck von Argent Harvest gesucht und jetzt ist sowas von schwach und kann überhaupt nichts richtig machen. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ich habe keine Lust mehr für heute. Ich mag das DLC so, eigentlich schon. Ich finde die neue Map cool, ich finde es cool, dass es schwieriger ist. Ich finde nicht cool, dass sie so, dass die ganzen Punkte so langsam steigen. Ich meine, man hat keine Chance, irgendetwas zu machen, wenn Meal Damage nur 2 Punkte steigt pro Dings. Wie soll ich da irgendwas erreichen? Man hat leider wirklich keine Chance, irgendwie Fortschritte zu machen. Kaum. Das ist das Ende. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Bist du deppert? 100 Leben hat er noch. Ich wollte eigentlich nur den Sattel retten. So, das war's ja. Der ist auch fast hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss mir noch das noch überlegen, wie ich weitermache. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.